Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Es Reiter und wir sind in Folge 199 von Avorion. Ja, uns hat das letzte Mal zerrissen und wir sind jetzt hier wieder an einem Rekonstruktionspunkt. Wer weiß, wahrscheinlich weit, weit weg von da, wo wir zuletzt waren, oder? Ja, sieht so aus, ne? Hier ist die Barriere. Wir waren irgendwo hier, glaube. Ja, da haben wir es hingeschafft. Wie wir das geschafft haben, wissen wir nicht. Vielleicht geht es auch nicht mehr. Vielleicht war es ein Bug. Könnte auch sein. Wir müssen gucken, wie wir da weiterkommen jetzt. Da oben zeigt er aber erstmal ganz viele Sachen an, die wir jetzt. Dein Schiff ist überbevölkert. Okay, wieso das? Die Maul auf deinem Schiff ist niedrig, was ist sie sonst? Ja, okay. Deine Dreh- und Drehgeschwindigkeit ist schlecht, ist auch klar. Das Schiff ist beschädigt, reparieren. Ah, ich muss reparieren. Kriegen wir da was hin? Du benötigst 327.000 Eisen, 44.000 Titan und das haben wir alles nicht. Gibt es hier einen Reparaturdock? Ja, sind wir. Nee, da nicht da. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal dran. Ne? Reparieren, wa? Geht nicht. Ich dachte, die reparieren das für mich. No Credits. Fertig, heile. Alles wieder gut. Hat uns mal gerade 11 Millionen, glaube ich, gekostet, aber das ist dann halt so. So, dann wollen wir mal schauen, wie wir weiter vorgehen. Wir müssen definitiv wieder ins Zentrum, ne? Oder Richtung Zentrum auf jeden Fall. Ne, da war falsch, der ist jetzt richtig. Wir haben aber hier jetzt nirgendwo so tolle Verbindungen. Doch, da gibt es tolle Verbindungen, die aber. Ah, wer weiß, wohin gehen, ne? Bringen wir da hin und gucken wir, dass wir nach dort erstmal kommen, oder? Oder hier vielleicht hin. Ja, da kommen wir weiter zur Richtung Zentrum auf jeden Fall. Macht Sinn, ne? Ausrichten nach da. Ah, jetzt sind wir auf dem Weg. Okay, Sprungroute wird berechnet noch. Das ist schlecht. Warum ist die noch nicht fertig? Das kann ja wohl nicht sein. Da ist sie berechnet. Okay, dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir, wo wir da hinspringen, ne? Bis gleich. So, dann sind wir im anderen Sektor. Gucken wir mal, was da so los ist. Schrottplatz ist hier. Okay, das ist jetzt für uns nicht relevant. Springen wir da hin, weil da ein grüner Blips ist. Nehmen wir vielleicht ein bisschen an Reichweite, aber ist jetzt egal. Wir wollen ja auch vielleicht das ein oder andere entdecken noch. Der Wissenschaftler, der Abenteuer hat Gerüchte über seltsame. Achso, da war eben eine Mission, die da gekommen ist, ne? Der Wissenschaftler. Müssen wir mal gucken, was da so Sache ist mit der Mission. Ist da noch was offen? Ich glaube, ja, doch, da war was, ne? Bewege dich in Richtung der Barriere und warte auf weitere Informationen. Ja, hier war nichts, ne? Nein. Karte. Und ja, da ist ein Riss. Wo wollten wir hin? Zu welchen? Zu denen da, ne? Ja, da wollen wir hin. Da müssen wir wohl dahin springen. Können das natürlich auch automatisch machen lassen, ne? Ah. Geht schnell. Wir kühlen ja immer schnell ab, hier 5 Sekunden weg und jetzt lädt er schon auf, wenn die Route berechnet ist. Geht, ne? Dahin ist schon passend. Vielleicht klappt schon beim nächsten Sprung. Abkühlzeit. Route ist schon berechnet. Ist abgekühlt. Wir laden auf und wir springen. Sehr gut. So, und vielleicht schaffen wir jetzt schon den nächsten Hyper.
Nee, doch noch nicht ganz. Also, wir müssen mal gerade gucken. Welchen wollen wir denn nehmen? Ich glaube, wir nehmen den unteren. Da kommen wir beides mit vor und kommen in der Nähe. Ja, den unteren nehmen wir. Das heißt, in dieser Richtung. Das heißt, dahin. So, ausrichten und aufladen und springen. So, letzter Hüpper zum Tor, zum Wurmloch. Kriegen wir. Koordinaten eingegeben. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen, ob wir nicht irgendwelche Asteroiden abklappern. So wie den hier hätten wir jetzt beinahe einen erwischt, ne? Und. Ah. Ja, drehen wir uns wieder richtig und dann geht's wieder voran. Na, jetzt lädt er auf, oder? Jetzt. Zwischen den Asteroiden ist immer schwierig, ne? Gut, dann sind wir im Wurmlochsektor, da müssen wir das Wurmloch suchen und dann springen wir da weiter, ne? Na. Da sind wir. Ah, da hinten ist schon das Wurmloch zu sehen. Da wollen wir mal hoffen, dass wir da einigermaßen ohne Karambolage hinkommen. Ja, schon geschafft. Tja, das hat schon mal gut geklappt, ne? Kommen wir da noch rein? Nicht wirklich. So, jetzt aber. Glaube ich. Ja. Jetzt müsste es aber gehen, ne? So, da sind wir im Wurmloch drin. Springen eine ganze Ecke weiter. Und da oben gibt es jetzt eine Nachricht. Lies die Mail. Ach nee, wie kann ich denn jetzt hier? So, lies die Mail des. Hast du die Mail gesehen, die überall rumgeschickt wird? Wir sollten alle helfen. Ich weiß, es schaut nach Spam aus, aber ich denke, wir können einen Nutzen daraus ziehen. Grüße, Do. Hallo, geht's mir? Bei einer Notarbeit, die ich mit euch teilnahme. Wir müssen die Galaxie retten. Ich bin ein ehemaliger Mitglied der MAD-Vereinigung und sie versuchen, die Galaxie unter Kontrolle zu bringen. Wir müssen sie aufhalten. Sie führen fürchterliche Experimente an den Lebensformen durch, um ein Superwesen herzustellen, das jedes Lebewesen in der Galaxie zerstören kann. Sie verwenden Skrotan-Technologie, um Massen Vernichtungswaffen herzustellen. Alle müssen jetzt handeln. Hilf uns, die Galaxie beschützen. Stör alle Forschungen und der MAD-Vereinigung. Ja, habe ich jetzt gelesen, ne? Zerstöre den Sektor 16758. Habe ich das nicht schon gemacht? Tja. 100. War das 16758? 167? Also 38? Nein. Okay, Koordinaten eingeben und hinfliegen.
Ich weiß gar nicht mehr, ob wir diesen Auftrag gemacht haben oder nicht, aber wir sind jetzt da in der Nähe und machen das mal gerade. Mal gucken, was passiert. Wenn das diese Sache war, wo man mehrere Satelliten zerstören muss, dann, ja, dann hatten wir das doch schon gemacht. Aber wir werden sehen. Abkühlen und aufladen. Wie noch ein Sprung? Ich dachte, wären nur zwei gewesen. Schauen wir mal, ne? Na, jetzt dauert es wieder länger, das Laden. Weil er jetzt den Satelliten noch aufladen muss, ne? Energieforschungssatellit. Findet zu weiter von. Ne, diese Quest hatten wir schon. Aber wir haben die nie abgeschlossen, oder wie ist das? Na dann. Hier ist ja keiner, ne? So, das hat uns jetzt definitiv diese Aufgabe. Ja, obwohl, ich weiß nicht, ob wir sie damals erledigt hatten. Haben wir nicht, ne, oder? Vielleicht kriegen wir es ja bei diesem Mal hin. Oder war da das Schiff, das dann kam? Ne, das war die Wissenschaft. Das war das Schiff, das dann kam und das haben wir dann auch zerstört, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Der Thomas Stehle, der weiß das bestimmt noch. Das war nicht mehr unsere Aufgabe, oder? Handelsposten, Kreuzer, Kreuzer kann man nicht fragen, oder wie war das, ne? Ne. Dann müssen wir weitersuchen. Einmal dahin. Ja, ist die Frage, warum das jetzt dann nochmal kommt, ne? Ne, hier muss ich hin. Alles Kreuzer. Kreuzer kann man nicht fragen. Kann ich die fragen? Geben die mir Informationen? Lizenz für besondere Güterkommen, Güterhandel, Krüger, Anhörung. Ne, das geht ja alles nicht. Das geht ja alles nicht. Sieht auch krass aus, ne? Da ist die Barriere. Ne, warte mal, das war ein falscher Punkt. Der blinkt ja gar nicht. Spring da mal hin, wenn. Ja, klappt das? Ja. So ein Asteroidenfeld ist immer gefährlich für mich, ne? Hier ist ein Güterschiff, das können wir, glaube ich, was fragen. -64. 160-64. Springen wir da noch mal hin, wir machen das noch mal. So. Wo ist das Ziel da? Einmal drehen, bitte. Und dahin springen. Und nochmal springen, abkühlen erst.
Sprung ist berechnet, aufgeladen wird und wir springen. Super. Dann sind wir schon, glaube ich, da, oder? Ich meine ja. Anvisieren, schießen, kaputt. Wir müssen wieder welche suchen. Fliegen wir da hin. Vielleicht können wir dort jemanden fragen. Aber ich muss den einen durch dieses Tauschen kriegen, ne? Oder wie war das? Aber vielleicht, na, weiß ich nicht. Eigentlich ist es Blödsinn, was wir hier machen. Ich glaube, das lassen wir auch. Wir müssen mal gucken, ob wir rüberkommen über den Graben da. Schiff, Kreuzer, alles klar. Koordinaten eingeben. Ausrichten. Route ist berechnet. Wir starten durch. Laden auf. Ne, kühlen erstmal ab. Und laden dann auf. Und springen. Sind wir schon am Rand? Ich weiß nicht. So, wir können das jetzt nicht darüber. Ne, warte mal. Wir müssen jetzt hier den Traveler auswählen. Und Reise sagen und linksklicken dahin. Und dann startet er. Die Route ist zu kurz. Nochmal Traveler. Reisen. Dahin springen. Das machen, starten. Und wir sind in der Drohne und er fliegt dahin. Sehr gut. Nur er braucht seine Zeit, bis er da ist, oder wie war das? Hier können wir das sehen, ne? Ah, nur eine Minute, das geht ja. Ich dachte, es wäre mehr. So, dann müssen wir gucken, wie wir dann da hinkommen. Ja, mit der kleinen Mini-Drohne können wir ja nichts machen. Wer ist hier? Schiff von Asreiter. Meine 1. Ausgewählter Sektor. Das. Das. Ne, links klicken war das, ne? Meiner. Da. 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 Starten. Und der kann das auch. Glaube ich. So, Traveler ist da. Ne, ist noch nicht da. Verbleibende Zeit eine Minute. Der ist schon gesprungen. Ah, Traveler ist jetzt da. Zu Traveler wechseln. So, jetzt sind wir wieder über die Barriere. Dann zur Weiterforschung. Das ist jetzt diese Mission da, die können wir mal. Oder das hier ja abwählen. Die Forschung, erforschen hat versammelt drei legendäre Subsysteme, ja, das ist dann gegen organisierte Verbündete im Raum gegen Wurmlochwächter der Xotom. Verbündete zu finden solltest du bei der Fraktionsabgeordneten der Regierung sind. Ach, das müssen wir machen. Okay, dann wissen wir da Bescheid. Das ist natürlich doof gelaufen jetzt. Das hätten wir eben unterwegs machen können, ne? Ein Schiff in deinem Sektor ruft um Hilfe. Da oben. Piraten. Ja, schon kaputt, alle kaputt. Hat gut geklappt.
Dein Schiff, meine 1 Insekte, wird angegriffen. Meine 1 wird angegriffen. Wow. Ich glaube, wir sind weggesprungen. Kann das sein? Reise dahin. Ich hoffe, die Reise ist jetzt. Nee, da zeigt dann geht nicht. Ach, das wird doch noch angegriffen. Meine 1 wechseln. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Okay, da ist leider schon alles blockiert, dass wir wegfliegen können. Hülle ist noch ein bisschen da. Dann hier könnte ich starten, weil Anhänger ausgehend von anderen Blöcken versperrt sind. Okay, das ist wohl doof gelaufen. Irgendwie komme ich jetzt auch nicht gerade weg hier, wahrscheinlich. Ah, das Schiff haben wir leider verloren. Dann sind wir verloren. Hier sind ein paar bessere, ne? Den Miner mitzunehmen ist vielleicht auch nicht so die dolle Idee. Ja, möchte ich. Und möchten auch gleich hier an der Station das Reparaturdock aufrufen. Reparieren geht so, okay, dann ist alles prima gelaufen. Und ja, der kann jetzt irgendwo versuchen, meine 1 abbauen. Machen wir da ein bisschen was und sicherer Modus. Und starten und lassen mal laufen. So, und wir machen jetzt erst einen Cut und gucken dann nächstes Mal hier oben, wie es dann weitergeht, wo wir hier über der Barriere sind, ne? Irgendwo waren wir doch hier, ne? Traveler? Ne, sind wir denn nicht. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, warum der da ist, aber wir werden sehen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben oder gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.